Aber ich mache so ständig neue Videos jetzt heute. Ich hoffe, ich kriege das hin, dass ich das auch beibehalte und nicht nur am Anfang mache. So, erstmal wieder Overworld Save States. Ich ignoriere erstmal das Custom Sprite. Darauf wirst du noch hingewiesen, wenn es soweit ist. Ja, das wird sehr interessant. Was für ein Custom Sprite? Ist egal, du wirst dann darauf hingewiesen. Das ist jetzt erstmal noch nicht relevant. Der Navigator. Juhu. So geil. Geile Musik. Yo. Surfing USA. Yay. Das habe ich bei SMW Central gar nicht gefragt. Achso, du hast ja gesagt, du hast das gar nicht von SMW Central. Ups. Yo, das hat irgendein Japaner gemacht. Schöne Schilder. Yo. Sind noch sehr informativ. Ja, dazu kommt's ja noch. Das ist hier Sperrgebiet für Dicke. Hier unten ist übrigens der original einzige Mond, den man bekommen sollte, so, ne? Den man realistisch bekommen kann. Es gibt noch mehr, aber. Ja. Also die. Ja, ja, das den das kriegst du aber schon mal nicht mehr, diesen Mond. Du musst ja nichts sagen. Der wurde Piranha ersetzt. Ja, das mussten ja nicht sagen, Mann. Ja, er hätte eh nicht versucht, den zu holen. So dämlich kann er gar nicht sein. Hätte ich schon versucht, aber jetzt nicht mehr. Ernsthaft, jetzt ist das Versuch? Ich hab's doch gerade versucht. Er hätte es dann versucht, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte. Ja, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, wie es geht. Wie komme ich dann an die Väter daran? Er denkt einfach schon zu weit, also. Na, lass ihn doch erstmal rumschauen, so ist doch, so funktioniert doch das Spiel. Ja. Erstmal gucken, erst mal was hier überall ist und so. Wo man wirklich runter. Das ist keine Falle! Yay! Oder ich ja, hatte, okay, alles klar. Das sollte mit den Schildern signalisiert werden. Ja, das habe ich mir schon, habe ich schon so gedacht. Habe ich schon erwartet, dass man da nur so. Ja, hallo. Ja, das wird noch lustig, ob er es schafft, da an diesen E-Switch zu kommen. Ah, das ist mal ein Level, den man fast realistisch sogar lösen kann. Hier ist oben eine Message Box, die ist sehr wichtig, die Majesty Box. Oh, da ist ja ein P-Switch. Ist das tatsächlich richtig? Oh ja, da stehen sogar tatsächlich richtige Texte drin. Wow. Ja. Da kann er ja dann mal hin, wenn er so weit ist, dass er da hinkommt. Ah, cool, jetzt habe ich dazu. Ja, also in der Message Box da oben steht echt was Cooles drin. Ja, ich bin auf dem Weg. Okay, und in der ich weiß schon gar nicht mehr, was drin steht. Nee, ich bin doch nicht auf dem Weg. Soll ich dir über Skype mal schreiben, was da drin steht? Ja, erinnere mich mal bitte. Schreib's aber nicht ins falsche Fenster. Ich guck doch jetzt eh nicht. Ja, ich bin schon nicht so dämlich. Ja. Abwesend, die kann ich dir glaube ich gar nicht schreiben, oder? Doch. Das hier ist cool, die Stelle. Ich wette, die soll man nicht kaputt. Ups. Wette, da hier soll man nichts kaputt machen oder nur so wenig wie möglich. Also in der einen steht das hier. Okay. Da sterbe ich. Ach! Und in der anderen steht einfach nur drin, was man mit den L- und R-Buttons machen kann. Das hat ihn jetzt aber eh noch nicht zu hier, ja. Gut, alles klar. Da gibt's schon Pilz. Ja, mei. Pilz. Ja, Pilz. Ja, das super. Saupilz. Super. Aha. Ah, das wird noch spaßig, ob er das schafft. Kennt ihr jemanden, der altbayerisch spricht? Den könnten wir mal mit ins Let's Play nehmen. Ja, ich hätte meinen Spaß. So. Da kenne ich so jetzt auf Anhieb niemanden, ja. Viel Spaß beim Versuchen, den Pilz zu kriegen übrigens. Ich meine, er hat es ja sowieso schon versaut, aber er kann sich erst noch mal ein bisschen umschauen. Ne? Also den Pilz habe ich schon mal. Ja, aber das ist trotzdem jetzt, schon lange versaut. Schon lange?
Ja, naja, das ist ja logisch. Also, Super Puzzle World. Wenn du dir eine Blume geholt hast oder so. Meinst du, ich schenke bei Super Puzzle World jemand eine Blume, die rumliegt? Wenn, dann muss man die schon irgendwie holen mit irgendeinem Scheiß. Das war ja wohl ziemlich offensichtlich. Also hier komme ich auf jeden Fall schon mal nicht klein rein, groß rein. Ja, und es ist ganz am Rand vom Bildschirm. Es ist ganz am Rand vom Bildschirm, das heißt, du kannst auch nicht einen Pilz runter selekten, das wird dann auch nicht klappen. Der Pilz, den verliert man eh, wenn man durch die Blöcke geht. Daran kommt, weiß ich auch noch nicht. Nein, der Pilz, der oben drin im Kästchen ist, der bleibt. Aber dafür habe ich es ja ganz am Rand. Nein, den hat er doch gerade eben auch verloren, oder? Nein. Nein. Den hat er nicht aufgesammelt in diesem Moment hier. Richtig. Also, was will ich denn jetzt? Ich gehe jetzt erstmal schnell. Er weiß immer noch nicht, wofür die linke und die rechte Maustaste. Ach, die linke und die rechte Taste ist. Ja, das soll er ja. Das braucht er ja jetzt noch nicht. So. Hör auf, ihn zu verwirren. Die Zahl schon verändert, das ist auch schön. Na, er hat on Punkte. Ja. On? Ach so, da oben steht dann on-off oder was? Die R-Taste, das ist. Wäre fatal. Oh. Ignorier's einfach, es kommt dann noch dazu. Es wird noch erklärt, so on, fair war ich. Off. Aha. Hast du die Messagebox gerade in der Magic gar nicht, die das erklärt? Geil. Also ich bleib klein. Ach, aber doch, jetzt siehst du. Da komme ich nicht ran. Aber ich will auch eigentlich gar keinen Panzer. Willst du nicht? Ich wüsste im Moment. Ja, dann lass halt liegen, ne? Ich also, wüsste im Moment jetzt nicht. Genau. Im Moment wüsste ich jetzt gerade nicht, wofür ich den will. Ich wüsste es. Wie kommst du an, an die Feder ran? Ich will einen Panzer. Wie kommst du an den Panzer ran? Mit einem grauen P-Switch. Dann such mal. Den habe ich noch nicht entdeckt, aber meine Vermutung ist, der könnte da drin sein. Nein. Schade. Also ich bin mal so fair, es gibt keinen grauen P-Switch in dem ganzen Level. Schön. Ja. Dann komme ich von der anderen Seite an den Panzer ran. Dazu bräuchtest du die Feder und um die Feder zu bekommen, brauchst du den Panzer. Oh Mann. Weißt du, was auch noch schön sind? Das sind noch Invisible Note Blocks. Schön. Ich komme hier gar nicht hoch. Okay. War die Shell gerade weg? Ja, die ist. Ja, macht aber nichts. Wenn er oben ist, kann er auch mal nach links gehen, dann kommt die wieder. Das ist Sprite Limit Kacke hier. Level hätte man auch wieder Ropes und sonst was nennen. Ja, ich meine, hier ist es ja offensichtlich, dass scheinbar... Hab ich die... Ach, da ist er. Okay. Hier macht es ja den Eindruck, als wenn die Ropes vielleicht einen Sinn haben könnten, ha? Ja. Ja. Sie sehen zumindest so aus. Oh! Nee. Doch. Was für dämliche Ideen. Krass, hä? Der Pilz. Krass. Der Pilz, Ich glaube, er will den Pilz jetzt weiterlenken, aber... Bis hierher, bis er hier runterfliegt. Ja, viel Spaß. Muss ja so gehen. Ja, das will ich sehen. Also den Pilz, den wird selbst ich nicht dahinter bekommen. Ja, schade. Das Wasserbecken da ist einfach zu groß. Eventuell bekommt man ja andere Sachen dahinter. Man munkelt. Ah, wenn ich die Feder habe, kann ich die Blume. Ja, Blume. Ich bekommen. Das heißt, es ist jetzt alles noch unwichtig. Ja. Das heißt, du willst erstmal die Feder haben, aber da waren wir gerade eben auch schon bei dir. Ja, und um die Feder zu bekommen, brauchst du die Shell. Und um an die Shell zu kommen, brauchst du die Feder, hat man ja auch festgestellt, ne? Aber es ist nicht ganz. Nee, mit der Feder kommst du da auch nicht an die Shell dran. Doch. Doch. Ach so, nee, das sind Noteblocks, hast recht, ja. Ach gut, okay. Wie gut, dass ich das gerade eben schon mal gesagt habe und wie gut man mir hier zuhört, ist echt schön. Ja, ne? Ach mein Gott.
geht denn das also, jetzt hier? Also, wir erinnern uns, wir wollen die Feder und um an die Feder zu kommen, brauchen wir die Shell und an die Shell kommen wir nicht dran. Ja, richtig. Also, Shell, da willst du hin. Also, Shell. Wann der Pilz kommt, wissen wir ja noch nicht bis jetzt, ne? Der Pilz ist ja gratis, ne? Aus sämtlichen Lebenslagen. Man weiß aber noch nicht, wann man den haben möchte. Ja. Schließlich sind hier lauter Blöcke, die einen kleiner machen. Das heißt, man muss schon aufpassen, wann man den holt. Ja. Naja, an sich eigentlich nicht. Vielleicht könnte man ja den Pilz benutzen, um an die Shell ranzukommen. Man munkelt. Ja, aber wie? Ich muss nur noch wissen, wie. Ja, und da hört es wieder auf beim Glitch. Da hört es auf beim Glitch wissend. Ach, da muss ich wieder den Glitch wissen. Jo. Aber irgendwas muss doch auch dieser Block da für eine Eigenschaft haben. Der Block da oben ist ein Stein. Ah. So, ja. Verrate ich dir jetzt einfach nicht, dass du noch auf die verkalkte Idee kommst und da irgendwie reinkommen willst. Ja gut, ich habe den Block da oben eingebaut, um den Spieler zu verwirren, sodass der Spieler unbedingt da rein will, um zu gucken, was im Block ist. Das hat sich jetzt erledigt. Ja, nein, ansonsten kommt er tatsächlich noch auf diese dämliche Idee. Ja, wollte ich schon die ganze Zeit mit der Shell. Ja, da ich will das mal sehen, wie er da reinkommt. Also. Geht ja nicht, weil da ja zu ist. Da reinzukommen ist ja der Witz. Aber wie soll ich den Pilz verwenden, um an die Shell... Hol dir einfach erstmal den Pilz und überleg dann weiter. Das ist auch immer schön bei ihm. Er überlegt schon viel zu weit. Er versucht das alles durchzuplanen. Ist ja richtig. Ja, es bringt ihm nur leider nichts. Ey! Ja, so ist natürlich jetzt... Fahr gefälligst höher, du Viech. So. Ja, jetzt hast du ihn aufgesucht. Sich wahrscheinlich schon freuen, weil ich mich gerade versafe-stated habe. Nö. Hier Nein. kannst du jetzt ein Safe-State machen und hier wirst du bleiben und jetzt holst du dir die Shell. Viel Spaß. Danke. Jetzt hast du Fail. Du musst mit den Blöcken hier zusammenhängen, ne? Ja, sonst werden die da ja wohl kaum. Er kommt noch drauf. Okay, das heißt, ich soll nichts sagen. Ah, ich hab eine Idee, Guck dir mal an, was er macht. Guck dir einfach mal an, was er macht. Man muss nicht immer rumspoilern. Manchmal bringt er es auch so hin. Ja, aber nur sehr selten. Ja, aber diesmal hat er es mal hinbekommen. Ich bin sehr stolz auf dich, es gibt 3 Punkte. Ja, also doch bin ich nicht bei der Shell, ne? Nur mal so. Ja. Ah, aber es... Ja, aber es sieht schon mal sehr gut aus. Was du da machst. Also, ich glaube, er weiß schon. Also er weiß noch nicht so richtig, was er macht, vielleicht, ja, aber er ist auch. Ich glaube, er weiß noch nicht, was ihm das nach schließlich und endlich bringt. Also, ich hatte die Idee, dass ich mich hier in dieses da oben reinglitsche. Ja, du glitschst dich nach links. Genau. Dass ja. Dadurch, dass ich in dem Moment, wenn das Ding da aufgeht, dass ich dann da reinrutsche irgendwie. Jo, geduckt springen war früher schon nicht gut und ist hier tödlich. Spoiler! Ah! Ach, schön! Das wird er doch niemals getimed bekommen. Heilig. Oh! Ja, ja. Ducken ist tödlich. Ist auch schön, dass er trotzdem den Pilz hat. Oh, ja, was hast du? Hä? Ach so, ja, gut, alles klar, gut. Ja, ich hab halt versucht, mich zu ducken. Ich wollte halt den Pilz cool. behalten. Hast du eine Shell? Sag mal, brauchte man den Pilz nicht noch irgendwo? Nee. Hätte man den vielleicht duplizieren sollen? Ja, mit der Luft. Ja, hier, Double Grab einfach mal die Luft und die Shell, das ist doch... Kannst du den Pilz zweimal umgehen. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Assiger? Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass er sich schon versetzt hat. Aber ich bin mir nicht sicher. Nein, hat er nicht. Es müsste alles okay sein hier. Ja, doch, es ist alles okay. Er ist auf dem richtigen Weg. Er schafft es schon mal nicht. Ja, ich habe ja extra so ein bisschen Anlauffläche gegeben, so dass man auch einen ordentlichen Sprung machen kann.
Glückwunsch! Hey, Safe State jetzt, gut. Siehst du, deswegen. Da darf ich ja schon mal. Jetzt aber los. Jetzt kommt der spaßige Teil vom Navigator. Auf, also.